Frau Lewe, was werden denn die Highlights auf der diesjährigen Aritechnica sein? Also was wird Continental vorstellen, worauf sich der Besucher freuen kann bei Ihnen im Stand? Wir werden bei uns auf dem Stand auf der Aritechnica insbesondere Highlights haben, die zwei Themen bespielen. Das eine ist das Thema Digitalisierung und dann werden wir unsere neuen RAN-Landwirtschaftsreifen vorstellen. Nehmen wir mal an, man ist Auszubildender oder generell Besucher der Aritechnica und ist ein bisschen auf so ein bisschen paar Highlights. Also wo würden Sie vorschlagen, geht der Besucher hin, um gut entertained zu sein? Also wir werden auf unserem Stand riesengroße, fast mannshohe Reifen da haben. Also das ist immer ein ganz großes Highlight für die Besucher. Und dann kann der Messebesucher bei uns sich auch einfach in eine Kabine setzen, in eine Fahrerkabine und erleben, was wir alles rund um die Kabine vorstellen und in unserem Produktportfolio haben, nämlich ganz viel. Was ist denn das Besondere an der Aritechnica? Also was treibt Sie dazu, die Kosten und Mühen auf sich zu nehmen, zu diesem Event zu kommen? Da haben wir im Moment einmal das ganze Thema Leitmesse, die Aritechnica. Da kommen viele Journalisten, viele Kunden aus der ganzen Welt hier nach Hannover. Und dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir mit Hannover einfach ein Heimspiel haben, von daher wirklich vor Ort sind und unsere Gespräche und unsere Dialoge dort führen können. Hatten wir gerade schon mal kurz angeschnitten, Stichwort Industrie 4.0, Landwirtschaft 4.0. Das ist ja ein Thema, was auch hier bei der Aritechnica immer weiter, also dieses Jahr extrem ausgeführt wird. Wie reagiert Continental darauf? Digitalisierung ist auch bei uns die Zukunft, denn wir sagen, Daten sind unser Saatgut für unsere Zukunft. Und das bedeutet, dass wir die Komponenten, die wir in der Vergangenheit schon hergestellt haben, jetzt einfach intelligent machen. Bei Ihnen, würden Sie sagen, das wäre die Zukunft oder ist es schon Gegenwart? Also ist auf jeden Fall die Zukunft und wir sind jetzt in der Gegenwart dabei, alles für die Zukunft vorzubereiten. Wir packen Sensoren zum Beispiel in unsere Komponenten. Stellen Sie sich vor, Sie haben große Rubber Tracks oder Sie haben Antriebsriemen, die auf einmal selber wissen, wie heiß Sie sind, also eine Temperatur messen können und damit in die Kabine melden können, Achtung, es wird zu heiß, ich brauche eine Pause, damit der Riemen oder der Rubber Track einfach nicht überhitzt und damit nicht zu einer möglichen Brandgefahr auf dem Feld.